Hallo. Hallo, da sind wir wieder. Ach, wir überlegen jedes Mal, wie können wir so ein Intro machen, ne? Ja, wir machen einfach Oder ich habe gedacht, so, wie wir ich wollen. trolle einfach so andere YouTuber und fange mit. Also ich benutze quasi deren Intro jedes Mal. Warum? Weiß nicht, wäre doch witzig. Dann machen wir Also das. die meisten anderen Channels haben immer dasselbe Intro. Also ist immer gleich. Und bei uns ist jedes Mal so ein Kauderwelsch. Ja, dann lass dir mal was einfallen. Ja, mal gucken, ob ich den nächsten Mal irgendwie versuche einzubauen. Muss immer noch irgendwie dran denken. Okay. Das Wichtigste ist aber nicht das Intro, sondern hier. Der Stoff, ne? Der Stoff. Genau. Ich habe wieder was auf den Tisch hier gestellt, den ich schon einige Male verkostet habe. Und bevor er leer ist, wollte ich dir den zeigen und den Zuschauern vorstellen. Ist nämlich schon ein bisschen besonders. Es ist ein irischer Whisky, diesmal. Hatten wir auch noch nicht so viel auf unserem Kanal. Ich habe aber immer einen Iren eigentlich offen oder zwei oder drei. Ja. Und ja, das hier ist ein Teeling. Eine sehr große Adresse, sehr bekannt. Es gibt zig verschiedene Abfüllungen, die nenne ich jetzt nicht alle. Also, ja. Teeling ist der Nachname von John Teeling, eine, wenn nicht sogar die Adresse in Irland oder was irischen Whisky anbelangt. Ja, Teeling wurde erst gegründet 2015, obwohl es den Namen schon viel, viel länger gibt. Liegt eben daran, dass vorher John Teeling der Inhaber war, oder wie auch immer jetzt der richtige Terminus dafür ist, von der Brennerei Cooley und Kilbeggan. Das haben sie allerdings 2011 verkauft. Und 2015 haben sie dann die Söhne von John Teeling Teeling gegründet, also die Teeling Distillery. So, Teeling hat viele Abfüllungen, wo noch Whisky gesourced wurde, weil es die noch nicht so lange gibt. 9 Jahre jetzt quasi. Aber haben natürlich auch schon eigenen Stoff, den sie produziert haben. Was hier jetzt drin ist, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, da es sich hier um einen jungen Whisky handelt, dass eben auch Teeling drin ist. Ja? Wir haben nämlich hier den Teeling Pinot Noir Cask. Hört Heißt sich nach auch, Wein an. genau, Rotwein, um genau zu sein, Spätburgunder. Das heißt Pinot Noir übersetzt. Und zwar nicht irgendein Weingut, sondern das Weingut. Reichsrat von Buhl. Genau, das liegt in der Pfalz, oder? Habe ich mal gegoogelt. Reichsrat von Buhl, okay. Daher haben sie quasi ihre Weinfässer. Die haben quasi deren Spirit genommen. Der war 6 Monate ganz standardmäßig in Ex-Bourbon-Fässer. Und dann 36 Monate, also 3 Jahre, in Rotweinfässer. In diesen Rotweinfässern. Okay. Also 3,5 Jahre junger Whisky, sehr, sehr jung. Ich erwarte trotzdem viel von dem Rotwein. Da sind doch bestimmt so bierige Aromen drin, denke ich mal, so als Anfänger und Laie, dass das so ein bisschen fruchtig wird. Ja, Rotwein ist natürlich ein riesen allgemeiner Begriff, ne? Jetzt haben wir hier Ja, einen Spätburgunder. Ja, es Traubenwein-Geschmack. gibt jetzt zig verschiedene Rotweine und jeder Rotwein hat irgendwie was anderes. Entweder ist er trocken und so weiter, lieblich, wie auch immer. Er hat 46%. Ist, glaube ich, Teeling Standard, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist kein Single Malt, sondern ein Irish Whiskey. Irish Whiskey könnte alles sein. Das ist ein allgemeiner Begriff. Wenn das ein Single Malt wäre, hieß er halt Irish Single Malt Whiskey. Ein Irish Whiskey kann alles sein. In diesem Fall haben wir nämlich 80% Grain, 20% Single Malt. Ziemlich hoher Grainanteil, also günstigeres Getreide. Macht Teeling öfters. Ne? So viele Single Malts haben sie nicht, meines Wissens nach. Aber wir schauen mal, wie du Ja, mit Grain klarkommst und wie du mit Rotwein klarkommst. Ne? ich bin irgendwie hab ich Lust drauf gerade. Und irgendwie bin ich guten Mutes. Ist auch mal echt ein bisschen was anderes. Vor allem, es ist ein Bin gespannt, Ire. ey. Es ist ein Ire. Irische Whiskys haben eine Wash Still, Intermediate Still, einen Spirit Still. Das heißt, die destillieren dreifach den Alkohol und nicht nur zweifach wie die Schotten oder die meisten Schotten. Warum? Dadurch, das ist einfach so deren Tradition und das sorgt oder soll in der Theorie dafür sorgen, dass der Alkohol sauberer gebrannt wird, dass mehr Fuselstoffe quasi ja verschwinden, wie auch immer. Okay. Boah, konnte ich so noch nicht beobachten, was allerdings definitiv der Fall ist, dass in der Regel irische Whiskys wirklich leichter sind. Der Brand ist leichter. Wir gucken mal.
für viele fortgeschrittenes irischer Whisky deswegen auch gerne mal ein bisschen langweilig, weil es eben so leicht und bekömmlich ist. Für Anfänger ist es meist... Ja, guck, dann schauen wir mal. Genau. Boah, voll Rotwein. Ja? Finde ich krass. Boah, der ist richtig schön dunkle Früchte, finde ich. Mhm. Mm. Fruchtig wieder. Also in der Nase wieder finde ich den mega geil. Boah, riecht der lecker. Ja? Boah. Ja. Oh, der finde ich schön. Also ich finde ihn gerade auch echt gut. Der überzeugt mich gerade auch. Der hatte mich auch schon vor kurzem mal im Blind Tasting überzeugt. Aber alle Male davor, der ist nämlich schon fast leer, der Kollege, man sieht es kaum, hat er mich nie überzeugt. Und man merkt richtig, je länger der offen ist, je mehr der oxidiert ist, desto mehr kommen die Fruchtaromen und die schönen Noten, die man haben möchte, zum Vorschein. Und die, die nicht so schön sind, was ich nämlich bisher immer hatte, war so eine richtig krasse Rotwein-Muffigkeit. Also so richtig muffig, boah, war überhaupt nicht mein Ding. Also den finde ich mega geil. Also ich kriege die Muffigkeit immer noch, aber bei Weitem nicht mehr so wie vorher und wirklich, dass die Rotweinaromen jetzt auch besser durchkommen. Ich finde jetzt auch okay. Oh. Was ist das denn? Achso. Vergleich mal hiermit, was du hier so für Noten kriegst, danach rieche ich mal. Oh, ganz andere. Das ist so krass, oder? Ja. Der riecht sich echt ganz gut weg gerade. Also ich fand ihn sonst immer ziemlich anstrengend mit 46% und diesen Rotweinerumpf. Boah, der war schon... Ja, was Getreidiges. Getreidiger, ne? Ich fand, also... Getreidiger gerade. Glaube ich. Also in dem ist das mehr Getreide, kommt ja, zeig ich mal, ja. Vorschein, finde ich. Boah, der riecht da viel, viel jünger und sprittiger. Ich kriege mehr, nicht mehr Alkohol an, so, dass man mehr Prozent hat, sondern ich kriege so mehr Ethanol-Noten einfach. Metallische Noten, sagt man auch. Ich finde ihn geiler, er riecht geiler hier drin. Ja, definitiv. Also hier macht er sich ein bisschen mehr nackig und zeigt wirklich, schön wie, ja, oder? Ja, also die entlarvt, das Glas entlarvt den Whisky so ein bisschen. Also da riechst du, wie jung der noch ist. Viel zu jung in meinen Augen. Er riecht jetzt hier nicht alt, aber er riecht zumindest so, dass man ja, das Alkohol nicht stört. Das Fruchtige verschwindet auch ein bisschen mehr. Also immer mehr nach, immer wieder mehr im Hintergrund. Ich habe jetzt auch mehr Muff als noch in der ersten Nase. So Rotwein-Muff. Ich hab das bei vielen Rotwein-Whiskys. Ja? Ja. Okay. Cheers. 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 Macht man das beim Whisky Cheers? Nee. Hm? Auch? Mhm. Tinus Lange. Ich warte ja immer jetzt ab, was Marc so sagt. Was ist denn für eine Note? Was ganz anderes, als du gewohnt bist, ne? Irisch, Grain, Rotwein. Boah. Noch nie, also ist echt ein ganz anderer Geschmack. Ja, sag mal, warten, drop mal ein paar Notes. Er schüttelt einfach nur mit dem Kopf. Scheiße. Scheiße. Ja, fair. Die erste Bewertung. Nee, also. Soll ja immer sein, schmeckt er oder schmeckt er nicht. Frucht ist nicht da. Wenn dann ganz wenig. Getreide ist voll im Vordergrund, finde ich. Das ist, wenn ich in so ein Getreide-Ding beiße. Ja, das habe ich bei vielen Iren, dass sie auch immer so ein bisschen grasiger sind, ne? Der ist halt auch mega jung und im Geschmack kommt es voll durch. Dem würde ich mehr als 46% blind geben. Nee. Weil der echt schärfer schmeckt. Findest du nicht? Mm-mm. So scharf finde ich ihn nicht. Nee, okay, nee. Also, boah, ich finde schon. Also ich habe wirklich so Eisen, als hätte ich eine Eisenstange gelutscht. So. Es bleibt so ein metallischer Geschmack im Mund. Ja. Das spricht eben fürs junge Alter. Also gefällt mir nicht. Und Rotweinnoten, also diese roten Fruchtnoten, die, auf die kannst du eigentlich im Geschmack lange warten. Die kommen nicht so durch. Da kommt gar nichts an Frucht. Ja. Oder? Wenn dann ganz, ganz leicht wieder am Anfang. Man kann es ja ahnen. Ich finde, dass. Jetzt weiß man nicht, was für ein Holz das war, aber das ist für mich so ein richtig typisch europäische Eiche, wenn nicht sogar so französische Eiche. Limousin, Eichenfässer, die haben so ganz viel Tannine.
Der ist richtig, der geht so in diese Richtung, vielleicht kräutrig irgendwo, eichenlastig, tanninlastig, ohne dass man Vanille dabei hat. Man kriegt irgendwo dunkle Fruchtaromen, aber man kann nicht wirklich greifen, was für eine Frucht das sein soll. Und es ist mehr so muffig. Und ganz im Ernst, ich kriege bei dem auch so ein bisschen Schwefel, so ein bisschen Streichholz, Feuerwerk. Ja. Das ist allerdings auch weniger geworden. Am Anfang hatte das noch viel, viel mehr. Boah, nee. Komm, ausmachen hier. Also, ach, wir müssen mal aufschreiben, ne? Bewertungssystem wird wieder hier angewandt. Nochmal zur Erinnerung. Boah, die Nase nicht am Anfang so geil gewesen wäre, ne? Ja, aber das darfst du jetzt auch nicht ganz ausklammern, ne? Aber mach ja, wie du meinst. Marc benotet einfach von 0 bis 100 in seinem eigenen System. Ich mache nach Whiskey Base. Das heißt, meine Noten werden immer besser sein als die von Marc. Oder meine Punktzahl, ja gesagt. So, ich hatte gerade schon eine Zahl. So, Hosen runter. Marc hat 45 von 100. Ich habe nach Whiskey Base System 73 von 100, was nicht gut ist. Nee, der war nicht gut. Nee. Boah. Ja, also, mich interessiert Teeling einfach, weil die so viel interessante Fässer haben und so viel ausprobieren. Und ich möchte eigentlich noch mehr von denen kaufen. Das hier war jetzt mal ein Experiment, vor allem, weil es eben so ein deutsches Weingut war. Und interessant, auch weil es hier so schön ist, ja. Quasi eine Kooperation. Ne? Es ist ja selten, dass so ein Weingut wirklich so da drauf zu sehen ist. Das Design hat mich auch irgendwo angesprochen. Ja, das Design ist cool. Ist cool, ne? Aber was bringt das kurze Design, wenn der Inhalt ja nicht so geil ist? Genau, also mich hat er nicht überzeugt. Nee. Der ist bei mir jetzt schon einige Monate offen. Er ist bald irgendwann leer. Ich werde nicht traurig drum sein, bin ich ganz ehrlich. Nee. Ups. Den finden wir beide nicht gut. Nee. Ich möchte auch direkt das Video schließen. Ich habe irgendwie schlechte Laune gekriegt. Ist gut. Falls ihr uns nicht glaubt, ich habe, glaube ich, noch ein paar Samples davon. Ich hoffe schon in diesem Video, dass schon die Sample-Liste da ist. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video droppe. Ich arbeite derzeit an der Sample-Liste, dass die Leute auch mal was bestellen können, wenn sie Bock haben. Das zu Hause nachverköstigen können. Falls genau. Immer einer Lust drauf hat, können wir das so machen. Flo macht das schon. Fahrt einfach Flo. Ja, genau. Alles klar. Gut, dann danke euch. Sind wir raus, ne? Wir sind raus aus dem Haus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Fand ich richtig widerlich. Bruh.